Den Tag der Lehre nutzten Arbeitsmarktlandesrat Norbert Darabosch und Jugendlandesrätin Astrid Eisenkopf, um mit rund 100 jungen Lehrlingen aus dem BFI Mattersburg und der Berufsschule Mattersburg ins Gespräch zu kommen und ihre Anliegen aus erster Hand zu erfahren. So, immer dann, wenn jemand ein Mikrofon in die Hand nimmt, scheint es zu beginnen. Sehr verehrte junge Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen zu einer Veranstaltung, zu der wir eingeladen haben, zum Tag der Lehre, unter dem Motto, reden wir ein bisschen miteinander. Mein Name ist Peter Mayer, ich bin der Geschäftsführer des BFI Burgenland. Und dieser Tag der Lehre ist für die gesamte Gesellschaft ein ganz, ganz wichtiger Tag. Es gibt mehrere Veranstaltungen zu diesem Tag der Lehre heute im Land. Ich bin davon überzeugt, dass wir die am besten besetzteste Veranstaltung hier haben. Und zu dieser Veranstaltung darf ich sehr herzlich begrüßen die in der Landesregierung zuständige Landesrätin für Jugendfragen, Frau Magistra Astrid Eisenkopf. Ich darf sehr herzlich begrüßen den für den Arbeitsmarkt und damit auch für die Lehrlinge innerhalb des Arbeitsmarkts zuständigen Landesrat Magister Norbert Darabosch. Und wenn wir von beiden im Anschluss ein Statement hören, ich darf aber auch sehr, sehr herzlich begrüßen die Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Mattersburg, Frau Landtagsabgeordnete Ingrid Salomon. Ich darf auch sehr herzlich begrüßen und wir hätten gemeinsam fahren können, weil wir nicht weit voneinander entfernt leben, den Landesschulinspektor für Berufsschulfragen, Herrn Lercher. Herzlich willkommen. Und beginnend mit einem Dankeschön darf ich einen Mann begrüßen, wo wir fast täglich miteinander zu tun haben, wo wir einiges versuchen weiterzubringen und wo auch die Gruppe entstanden ist, die es hier gibt. Herzlich willkommen an den Herrn Direktor Steiner. Sie wissen, sehr verehrte Damen und Herren, dass Lehre ein ganz, ganz wesentlicher Teil im Leben ist. Ich habe selbst einen Lehrberuf erlernt und ich weiß, wovon ich rede. Es ist so, dass zu Beginn einmal die Suche nach dem Lehrberuf steht, dann die Suche nach dem Lehrbetrieb, letztendlich die Lehre und ganz am Ende die Lehrabschlussprüfung, bevor es dann wirklich rausgeht, in das Facharbeiterleben. Und viele, das ist leider heute so, scheitern schon beim ersten Punkt, nämlich beim Finden einer Lehre. Sie haben den ersten Punkt einmal positiv absolviert, das heißt, Sie sind in einer Lehre und dass es zwei ganz große Gruppen von Auszubildenden im Burgenland gibt, zeigt genau diese Gruppe, die hier in einer Einheit zusammensteht. Zum einen gibt es die Ausbildung im Dualsystem, das bedeutet die Ausbildung in der Berufsschule und einem Lehrbetrieb. Und zum Zweiten gibt es überbetriebliche Ausbildungsformen, so wie wir es hier im BFI Mattersburg unter anderem auch machen. Wir führen in Burgenland 5 Lehrwerkstätten mit insgesamt 222 Lehrlingen, die wir zurzeit ausbilden, wo jedes Jahr im Dezember eine neue Gruppe dazukommt und wo wir versuchen, in den aktuellsten und zukunftsträchtigsten Berufen auszubilden. Das ist unser Beitrag, nicht nur zum Tag der Lehre, sondern zur Lehre insgesamt und zum Leben innerhalb unserer Gesellschaft. Was der Beitrag der Politiker dazu ist, dazu ersuche ich die Frau Magistra Eisenkopf um ihr Statement. Ja, ich darf Sie und euch sehr, sehr herzlich heute zum Tag der Lehre hier in Mattersburg begrüßen. Und ich möchte eingangs gleich sagen, es freut mich wirklich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Die Lehrlinge von heute, das sind die Facharbeiter der Zukunft und die sind am Arbeitsmarkt gefragter denn je. Und wir haben heute ganz bewusst vereinbart, dass wir uns euren Fragen hier stellen wollen heute und dass wir eure Anregungen aufnehmen wollen, damit wir das auch in unsere politische Arbeit mitnehmen können und euren Anregungen und euren Wünschen da auch entsprechen können. Und als Jugendlandesrätin ist es mir ganz besonders wichtig, dass ich möglichst viele Jugendliche in die Arbeit, in meine politische Arbeit der nächsten Jahre mit einbeziehen kann. Ich möchte wissen, welche Themen für euch wichtig sind, welche Themen euch unter den Nägeln brennen und welche Themen wirklich wichtig sind und eure Zukunft beeinflussen. Und ich möchte ein möglichst weites Spektrum an Jugendlichen ansprechen. Mich interessieren die Wünsche und Anregungen von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, Lehrlingen, aber auch von berufstätigen Jugendlichen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten
und dass wir hier gemeinsam eine sinnvolle Jugendpolitik in den nächsten Jahren gestalten können. Und damit übergebe ich auch schon an meinen Kollegen, den Landesrat Darabosch. Bitte. Ja, liebe Lehrlinge, es sind ein bisschen wenig Frauen da. Es sind fast nur männliche Lehrlinge da. Aber ich freue mich auch, dass dieser Tag der Lehre uns die Möglichkeit gibt, mit euch zu diskutieren. Ich komme selbst aus einer Arbeiterfamilie, mein Vater war Maurer. Es war damals etwas anders vom Sozialpolitischen her, wenn man einen Lehrberuf ergriffen hat. Aber es ist ganz wichtig aus meiner Sicht, dass euch auch die Anerkennung, auch sozialpolitisch und gesellschaftspolitisch entgegenkommt, was die Ausbildung betrifft, denn ohne die Fachberufe in den verschiedensten Branchen ist es nicht möglich, hier auch die Gesellschaft so zu bedienen, unter Anführungszeichen, dass die Gesellschaft auch das, was sie braucht, im Hausbau, im Elektrizitätswesen, in verschiedenen Bereichen auch bekommt. Ich möchte auch nicht lang sein, sondern es ist wichtig, wie die Kollegin Eisenkopf schon gesagt hat, dass ihr die Möglichkeit habt, uns Fragen zu stellen. Vom Land her gesehen ist es nur so, das möchte ich nur ganz kurz einleitend sagen, dass wir ungefähr über 2000 Lehrlinge haben, die Hälfte in der einen oder anderen Weise über das Land auch gefördert, mitfinanziert werden, sei es über Werkstätten bzw. sei es über das Land selbst auch hier ja, mitgefördert werden. Und wenn ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr die politische Situation mitverfolgt in Europa, wenn man sieht, dass in Spanien beispielsweise eine Jugendarbeitslosigkeit über 50% herrscht oder in Griechenland, dann, ohne dass ich jetzt Propaganda betreiben möchte, ist es doch gut, in Österreich zu sein und hier auch die Möglichkeit zu haben, einen Lehrplatz zu bekommen und damit auch die Chance, mit einer Ausbildungsgarantie hier zu bekommen, auch einen Arbeitsplatz zu bekommen. Das heißt noch nicht, dass alles bei uns eitel Wonne ist, alles gut ist, aber es ist sicherlich besser als in anderen europäischen Ländern. Tag der Lehre soll euch auch sozusagen signalisieren, dass wir wissen, was ihr macht und wie wichtig ihr für die Gesellschaft seid insgesamt, aber auch für den Arbeitsmarkt im Besonderen. Und ich freue mich schon auf eine interessante Diskussion. Ich darf mich bedanken, dass so viele gekommen sind. Ich hoffe, das sind alle freiwillig gekommen. Ich gehe davon aus. Ich werde es nicht hinterfragen, aber ich gehe davon aus. Dominik, wie hat dir gefallen, die Veranstaltung? Ja, die passt. War informativ? Ja. Und du bist? Dan Lang. Was sagst du für die heutige Runde? War er informativ? Ja, sicher. Man hat viel erfahren. Was hast du erfahren? Ja, wie viel Geld das investiert wird in die Lehrlinge. Hast du was davon? Nein. Ich bin in der Ausbildung. Danke dir, danke. Was sagst du für die heutige Veranstaltung? War er informativ? Ja, war schon informativ. Sehr aufschlussreich und aufklärend. Und es ist gut, dass man das von Politikern erfährt, wie es mit dem Land so weitergeht und den Lehrlingen und so weiter. Und hast du welche Botschaften an Politiker? Ja, besser einen Job machen. War das für dich interessant, die Veranstaltung? Nein. Deine Fragen wurden nicht beantwortet? Nein, ich hatte keine Fragen. Ich habe nicht einmal gewusst, was wir überhaupt hier machen. Wir sind auch gar nicht informiert geworden, dass wir heute hier sind. Das hast du erst heute erfahren? Ja, heute. Aber hättest du welche Fragen an unsere Politiker? Nein. Ich habe keine Fragen an die Politiker. Okay, danke dir.